Hallihallo, hier ist Nathanael von der Slup und wir befinden uns gerade im Makerspace, in dem wir heute eine Mini-Golfanlage bauen. Ich bin mal gespannt, was das hier wird. Neben mir sitzt Nils und erzähl mal, was treibst du hier gerade? Ich benutze gerade hier so einen Heißdrahtschneider, um damit einen Teil für unseren Minigolf-Parcours zu bauen. Soll letztendlich eine Brücke werden, kann man sich vielleicht so ein bisschen schon die Form vorstellen. Ja, mal gucken, was es wird. So, neben mir steht die Melanie. Hallo. Was treibst du hier? Was passiert hier? Wir packen heute die ersten Teile für die Minigolfbahn. Da geht jetzt eine bestimmte Linie ab, die ja dann einfach verbrennt, sodass es ausgeschnitten wird. Und das letzte Teil wird eingesetzt. Guckt es euch an. Ja, ja, da sitzt es. So, so einfach ist das. Mit dem Computer erstellt, mit der Software. Vom Lasercutter aus cutten lassen und cool. Fertig ist das Tor. So, neben mir ist die Nelly und die Claudia. Und die Claudia, die hat ja Ahnung von den ganzen Werkstoffen und die erzählt uns das mal. Okay, also dieses super tolle rosa Schaumstoff fällt an in den Pieschner Werkstätten. Das sind ganz tolle Folien, die anfallen. Cool. In den Elektronikwerkstätten der Lebenshilfe. Unser Ziel ist es halt, alles Mögliche an Material zu retten, was normalerweise weggeschmissen wird und halt Designern, Künstlern, Schulen, Kitas zur Verfügung zu stellen, damit die halt neue Sachen draus machen. So, wir bauen schon mal den Parcours auf. Ihr seht es schon, da. Kann ja schon gespielt werden. Es geht schon langsam los.